Hallo, hier Daxer mit Layers of Fear, Part 5 der letzten Folge der heutigen Session. Zumindest von diesem Spiel. Dear Sirent Madam. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir möchten Sie höflichst jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten Sie diese Dinge so weiterhin wie bisher führen, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Ja, wenn es dann schon so weit geht, dann will ich nicht wissen, was in der Nacht so los ist. So. So, ich will ständig die Tür zumachen, aber ich weiß immer wieder, dass hier alles automatisch passiert, weil man soll natürlich nicht voreilig wieder zurück und man soll hier erstmal das erledigen, was man erledigen soll. Erledigen soll. Gut, hier ist ganz viel. Nämlich nichts. Also nichts für uns Brauchbares. Was haben wir hier? Also hier weiß ich, habe ich eine lange Zeit gesessen. Es war irgendwie kacksimpel. Deswegen. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, wie wir überhaupt aussehen, weil wir haben hier 100.000 Bilder. Also das könnten wir sein, aber es kann auch total schief. Ich kann auch damit total schief liegen, meine ich. Oh, was haben wir da? Save the date of and merkt euch das Datum. Ah ja, das Datum ist hier gemeint. Wünschen Sie sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Hier ist nichts. Hier ist ein Stuhl, der im Weg ist. Stuhl, kann ich dich verrücken? Nein, kann ich nicht. Physik Engine ist nicht online. Das Bild hatten wir schon mal. Ja, ich achte hier auch auf Details. Also, daran kann ich mich jetzt nicht. Das hat man definitiv schon mal. Also, gut, das kann ich aber auch ungefähr. Also, wenn das. Ich stelle mir jetzt momentan so vor, als wenn das alles halt wirklich nur in unserem Kopf steht und dann kann ich das dann vollkommen. Nachvollziehen. 485. Ja, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Ich werde einfach nur hier das anmachen. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, was natürlich erst kommt. Hier haben wir nämlich dieses ständige Flüstern, was hat man jetzt die ganze Zeit gehabt. Beim ersten Mal habe ich mich hier gewundert, ja, was soll ich hier machen, verdammt nochmal. Habe hier versucht, irgendwelche Rätsel zu lösen. Und dann musste ich eigentlich nur diese verdammten Kerzen hier anmachen, damit ich hier 485 habe. Also, 485. Hä? Ach so, so muss man halt machen. Mit Mausrad wäre es ja einfacher. Und 5. Plumps. The paar ist die genauer hin. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Interessant. Hört sich aber auch irgendwie angsteinflößend an, ne? Oh, hat sich das jetzt gerade offenbart? Tatsache. Dass es nicht mir gehört. Also heiratest du mich? Gut, das war eine andere Zeit. Wenn es eine ältere Zeit ist, als ich denke, dann kann ich das noch gerade so nachvollziehen. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay, jetzt verstehen wir,
den Zettel im an unserer Schafferraum, Hütte, wie auch immer. Hier ist nichts. Also in unserem Gemälderaum. Ach Gott, ich habe jetzt nicht den richtigen Begriff im Kopf. So, ja, du Stuhl, bleibst jetzt bitte still und wirbst nicht hin und her. Hier haben wir etwas und... Ja, gut, dann ich werde mich nie wieder umdrehen. Das ist bei mir einfach irgendwie... Achso, das geht wieder so. So. Nee, eigentlich suche ich nach einem Lichtschalter. Dann ist es hier wieder so dunkel. Und da ist... Hier ist aber nichts. Na toll. Na gut, dann... Schauen wir mal. Was haben wir hier? Domino. Schön. Tolles Spiel. Oh. Ich sag dazu nichts. Sagst du irgendwas? Du sagst auch nichts. Was soll ich hier machen? Ich mache hier einfach mal Wallis und das auf. So, und da ist noch ein zweites. Oh, da ist nichts. Auch wieder Dominosteine. Innovation. Tolle Pflanze. Ich... Okay, wo bin ich hier? Da ist Licht. Und hier kenne ich sowieso nicht so. Geh mal zum Licht. Hi. So. Was haben wir hier? Stopp mal selbst in meinem Kontext, es gibt immer noch mehr. Okay. Cool. Toll. Weg. Gut, hier ist in meinem Kopf scheint hier alles maroder zu sein. Was? Das ergibt irgendwie einen seltsamen Sinn. So, machen wir hier einfach mal. Alter, was? Krass. Ein Kleidersteller, schön. Und wo sind so... Oh, hier, also... Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch... Kriege ich doch vor einem... Ja, da hatte ich noch Talent und... Was? Moment. Ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Also wir sind also anscheinend die Frau. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Super. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Egal. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Gut. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Oh, Hallen des Landes. Gott, was ist heute mit mir los? Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Gott, doch immer. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du in mir, ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Schön, dass gerade ein Mann das redet. Ich liebe dich so sehr. Okay, stimmt. Gut, jetzt habe ich wieder alles in meinem Kopf. Sie ist Sängerin, er ist, hier, Maler halt. Obwohl das eine das andere nicht unbedingt ausschließen muss, ne? Also, doch mal eins ab. Muss man schon sehr talentiert sein, wenn man beides gut drauf hat. Gut, dann machen wir hier wieder Licht aus, denn hier will ich nie wieder hin. Ich kann es nicht ausschalten. Gut, ich gehe wieder hoch. Ha.
Wenn wir einen Hebel, benutzen wir ihn einfach mal. Was? Okay. Das ergibt keinen Sinn. Aber cool. Hier mal das Bild. Nochmal. Das ergibt einen ziemlich makaberen Sinn, will ich mal sagen. Oh Gott. Der Kissen ist zu dick. Ich kann da nicht durchlaufen. Ja, sonst kann ich hier aber jetzt. Achso, ja. Das, ja. Das habe ich erwartet. Ich gehe weiter. War vorher schon? Oh. Moment. Das ist auf eine gewisse Weise verstörend. Erschreckend! Was hätte jetzt... Tiefe Lügen? Übersetzung? Farmtiefe Lügen. Okay. Ah, okay. Ich stehe auf dem Bild. Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Gut. Hätten wir die Suche geklärt? Auf einen kleinen Zettel. Na ja. Gut, weiter geht's. Was? Was? Ist da gerade eine Ratte freiwillig reingerannt? Moment. Dieses Spiel. Ich meine, es ist hellig der Tag und ich erschrecke mich trotzdem an diesem Scheiß hier. Oh, das ergibt irgendwie einen bösen Sinn. Krass. Okay. Gut. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Okay. Ein bisschen habe ich noch. Ja, jetzt ist es an dem Punkt angelangt, wo mich das Spiel einfach nur noch fertig macht. Vielleicht hätte ich mich jetzt hier erst umschauen sollen. Ich glaube, das wäre ganz schlau gewesen. Doch, das... Ich komme an den Brief ran. Keine Brandstifter wieder. Eine Schreie, sie schrecken vor nichts zurück. Ich werde nicht kampflos untergehen. Ah, das ergibt jetzt irgendwie trotzdem einen makabren Sinn. Oh, fuck. Krass. Gut, ich gehe wieder raus. Das kann nur gesund sein, wenn ich hier wieder rausgehe. Okay. Oh. Huh. Das war ein großes Nichts. Und hier haben wir eine weitere Tür. Ich schaue mich trotzdem noch mal um. Kann ich haben. Arbeit. Würde ich meinen. Na. Oh, und wieder irgendetwas. Bezüglich deines letzten Briefs, ich bin mir sicher, dass das nichts ist, worüber du dich zu sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Hormonelles Ungleichgewicht und so. Als wir unser erstes bekamen, erinnere ich mich, hat Valeria den Blues richtig schlimm gehabt. Oh Gott. Ich fragte, was sie zum Mittagessen haben wollte und sie brach einfach in Tränen aus.
Super. Sei einfach für sie da und ich bin mir sicher, dass es gut werden wird. Jetzt aber, ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen, aber nur um es dich wissen zu lassen, ich bekomme Anrufe rauf und runter, Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer, mein Freund. Womöglich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist, aber natürlich geht deine Familie vor. Also die Familie vor. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Or Kelt, whatever. So etwas hatten wir schon mal. Und dann hat es Bumps gemacht. Gut, ich... Oh. Ich weiß beim ersten Mal, ob ich diese Stelle hier hasst. Einfach nur wegen dem Heulen. Okay, da will ich auch rein. Irgendwas ist hier. Ah. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Also das Problem für mich in diesem Spiel ist, dass ich nicht weiß, wann es abspeichert. Sonst will ich jetzt einfach Ende machen. Ich gehe einfach noch bis zum nächsten Punkt und ich denke mal, da wo ein Rätsel, ein neues Rätsel kommt, da wird dann gespeichert. Gehe ich mal von aus. Das betrifft mir schon mal. Also das wahrscheinlich gehe ich mal von aus, alles in seinen Kopf. Das ist genauso. Von daher, und Wiederholung ist da sowieso normal. Okay, da müssen wir nicht hin. Da müssen wir wohl über hier lang. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Schluss. Ich kann es ja, ich kann die Folge jetzt nicht hier ewig lange in die Länge ziehen. Ja, dies war's von der heutigen Session und der 5. Folge von Layers of Fear. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber. Bis zu den nächsten Folgen. Bis dann.